Gibt es auf dem Podium eine Gegenrede oder eine Ergänzung? Zu dem Thema Schiedsstellen oder Schiedsgerichte ist anzumerken, und das ist mein Privileg hier als einer der Älteren in der Runde, dass es dazu ein Gutachten des EuGH gibt von 1991. Damals gab es einen Zusammenschluss der EFTA, also der Nordeuropäer mit der Schweiz und der EG damals, heute EU. Und da sollte eine eigene Gerichtsbarkeit auch eingeführt werden für ähnliche Zwecke. Und damals hat der EuGH ein Gutachten gemacht und hat gesagt, eine solche Sondergerichtsbarkeit wäre mit den europäischen Verträgen vollkommen unvereinbar. Eine solche Schiedsgerichtsbarkeit ist auch mit deutschem Recht vollkommen unvereinbar, denn es fehlt der Bezug zum Volke und es sind, das haben wir gehört, bisher jedenfalls noch vollkommen geheime Verfahren. Und für das deutsche Gerichtsverfahren ist eben der Grundsatz der Öffentlichkeit ein ganz prägender Grundsatz. Deswegen kann man an dieser Stelle schon ziemlich klar sagen, dass eine solche Schiedsgerichtsbarkeit möglicherweise ihren Sinn hat in Partnern mit schwacher Staatlichkeit. Aber davon kann weder bei den USA noch in der EU irgendeine Rede sein. Und deswegen wird das so auch nicht mit unseren Rechtsordnungen vereinbar sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Herr Fuchs. Ich muss das ergänzen. Neben den juristischen Bedenken, die korrekt geäußert wurden, ist das ganze Vorhaben, jetzt zusätzliche Klagerechte für Konzerne im TTIP zu verankern, auch als politisches Projekt zu verstehen. Als politisches Projekt Konzernmacht, die eh schon sehr einflussreich und sehr wirksam in Europa wie auch in den USA agiert, noch mit zusätzlichen Hebeln zur Bekämpfung gemeinwohlorientierter Politik auszustatten. Wir brauchen als Bevölkerung, als Umwelt, als Sozial-, als wirtschaftspolitische Regulierer diese Schiedsverfahren überhaupt nicht, sondern Konzerne brauchen sie und wollen sie, um Politik, die sie so definieren, wie das Frau Dr. Mildner gemacht hat, zu bekämpfen, aktiv zu bekämpfen, und zwar mit Hilfe von Anwälten, die dieses Themenfeld Investitionsschutz als Geschäftsfeld entdeckt haben. Es gibt mittlerweile an den Universitäten, gerade auch in Deutschland, und das ganze Vorhaben ist ein Kind aus Deutschland. Die Bundesregierung hat 1959 das erste derartige Abkommen mit Pakistan verabschiedet und wir haben schon viele solche Abkommen mit Klagerecht. Insofern ist es spannend und wichtig, dass wir es jetzt beim TTIP endlich wieder breit diskutieren. Die Konzerne wollen in Entwicklungsländern, aber auch hier in Deutschland, in Europa, Regulierungsmaßnahmen, die an ihr Eigentum geht und an ihre Profiterwartung geht, mit Hilfe dieses außergerichtlichen, privilegierten Klagerechtes bekämpfen und angreifen. Und sie wollen Kosten sozialisieren. Kosten zum Beispiel vom Atomausstieg. Es gibt schon einen schlimmen Vertrag, der heißt Energiekartevertrag, in dem sind solche Konzernklagerechte drin. Und Vattenfall nutzt das gerade, um Deutschland zu verklagen, gegen den Atomausstieg vorzugehen und über 4 Milliarden Euro Schadensersatz zu verlangen. Die müssen die Steuerzahler zahlen, während wir eigentlich ein demokratisch entschiedenes Gesetz verabschiedet haben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und die Bundesregierung sehen das ein. Frau Mildner hat eine Menge Reformbedarf schon eingestanden. Und die Bundesregierung hat gesagt, damit brauchen wir das im TTIP und CETA gar nicht. Nur es wird kommen, weil die Kommission und andere da stark drauf drängen. Es sei denn, wir organisieren massiven Widerstand und da sieht es ganz gut aus. Es gibt die rechtlichen Bedenken, es gibt parlamentarische Proteste, es gibt eine breite zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit und daher sieht es ganz gut aus. Wir haben Hoffnung, dass wir diesen Teilkonflikt zum TTIP bald gewinnen, dass wir dieses absurde, überflüssige, für uns überflüssige Thema fallen lassen müssen. Und insofern, Herr Fuchs, Sie sind rechtschädig, aber ich ermahne Sie. Okay, danke. War schon fertig. Wir bleiben mit der nächsten Frage auch noch bei den Schiedsstellen, die ja im Augenblick und seit einigen Monaten die meiste Unruhe hinsichtlich dieses Abkommens in der Bevölkerung verursacht haben.